ja, die Idee, nach gerade nach Indien zu reisen, die war schon länger in meinem Herzen, weil wir in den vergangenen Jahren auch immer wieder Projekte in Indien unterstützt haben, durch die Gewinne der Bank, aber auch durch unsere Stiftungsaktivitäten. Und ich fand es dann besonders wichtig, auch mal wirklich vor Ort zu spüren, was bedeutet es eigentlich, in Indien zu leben, die Menschen zu unterstützen, wie leben sie überhaupt, welche Kultur findet man dort vor, und um da auch Hilfestellungen zu bekommen für meine zukünftigen Entscheidungen. Ich denke, man kann so etwas nicht immer nur vom grünen Tisch aus tun, sondern man muss auch mal vor Ort sein und sich das anschauen, wie die Menschen dort leben, wie ihre Kultur ist. Und das war Sinn und Zweck meiner zweiwöchigen Reise nach Indien, dies zu erfahren, Eindrücke zu bekommen. Ja, ich habe ja insgesamt 7 Projekte in dieser kurzen Zeit besucht, und da gab es schon ein Projekt, was mich angesprochen hat. Das Projekt liegt in Movalia in Zentralindien, wird von den Staller Missionaren dort betreut. Es handelt sich um ein Hostel, wir würden sagen ein Internat mit einer Schule. 470 Kinder sind dort untergebracht. Mit einer solchen Herzlichkeit wurden wir dort begrüßt. Und für mich unvorstellbar, wie diese Kinder auf der einen Seite eine Fröhlichkeit ausgestrahlt haben, aber auf der anderen Seite auch, wie sie leben, wie sie schlafen, mit welchen sanitären Einrichtungen sie konfrontiert sind, in welcher Art und Weise und Disziplin sie ihr Frühstück zu sich nehmen, wie sie am morgendlichen Gottesdienst teilgenommen haben, war für mich eine Erfahrung, die ich in meinem ganzen Leben nicht mehr vergessen werde. Wo ich erkannt habe, da lohnt sich jede Investition, die man tätigen kann, um sie schrittweise auch weiter in ein besseres Leben zu bringen. Ich durfte also beim morgendlichen Frühstück dabei sein, der 470 Kinder. Alle sitzen in einem großen Saal auf dem Boden, auf dem nackten, kalten Boden, haben ihre Blechschale in der Hand. Und einige Kinder waren dafür verantwortlich, an der Kochstelle den Reistopf zu holen und jedem Kind 1 bis 2 Löffel Eis auf die Schale zu geben. Die Kinder warteten, bis alle ihren Reis hatten, und begannen dann erst zu essen. Ich glaube, dass es wichtig für die Kinder ist, eine Orientierung zu haben, eine Gleichmäßigkeit zu bekommen, um daraus dann auch ihre Kreativität zu entfalten. Und diese Kreativität, die konnte ich an einem Abend erleben, wie sie eine einstündige Vorführung erbracht haben mit Tänzen, mit Gesängen. Das war so professionell dargestellt. Also von daher konnte man sehen, dass das Diszipliniertheit schon etwas Wichtiges ist, um auf der anderen Seite auch Kreativität auszustrahlen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass ich ganz normal wie ein Missionar dort auch übernachtet habe. Es war also keine Luxusreise für mich. Es war fast so, als hätte ich auf dem Fußboden geschlafen. Es war immer ein Bett da. Habe ich aber mich schon nach der ersten Nacht gewöhnt. Aus dieser Reise nehme ich für mich persönlich und auch für meine Arbeit mit, dass man auf keinen Fall unsere Kultur, wie wir sie kennen, wie wir leben, 1:1 übersetzen sollte in andere Länder. Akzeptanz der verschiedenen Kulturen, das ist für mich etwas, was nochmal ganz stark eine Bedeutung für mich gewonnen hat, nicht immer zu denken, das muss so sein, wie wir es machen, es geht auch anders. Aber das müssen dann die jeweiligen Kulturen für sich auch entscheiden. Aber das ist auch etwas, was ich für meine Arbeit berücksichtigen muss. Nicht immer alles nur aus unserer deutschen Brille zu sehen. Als Geschäftsführer der Staller Bank wird mich das in Zukunft noch viel mehr fordern und viel mehr Freude bereiten, weil ich habe gesehen, wie wichtig es ist, den Menschen eine Zukunft zu geben. Wir in Deutschland können uns gar nicht mehr vorstellen, wie es in anderen Ländern, nicht nur in einzelnen Regionen dann zuständig geht, sondern flächendeckend, wie es da zugeht und wie sie unsere Hilfe auch brauchen. Und dass man das durch das Bankgeschäft, wie wir es als Staller Bank verstehen, unterstützen können, das ist natürlich großartig. Und diese Konkretisierung anhand von Projektbesichtigungen, das hilft mir auch nochmal ganz enorm für mein weiteres Wirken hier auch in der Staller Bank.